Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, ich fahre elektrisch seit mittlerweile 3-4 Monaten und zwar in einem EQA Mercedes 300 4MATIC. Ja, wieso fahre ich elektrisch? Eigentlich ist es ein Zweitauto. Normalerweise fahre ich einen Diesel. Da ich ja einen Technikkanal betreibe und mich Technik allgemein interessiert, wollte ich schon immer mal wissen, wie fährt sich so ein Elektroauto? Wie funktioniert das ganze Thema Reichweite, Reichweitenangst, was viele so beschreiben. Also ich bin jetzt hier kein Auto-YouTuber wie CarManiac oder Elektrisiert oder sonstiges. Nein, ich wollte euch einfach mal einen kleinen Einblick geben. Aus meiner Sicht, ich fahre ja beide Autos Diesel. Also aktuell ein S213 Diesel, auch von Mercedes, also eine E-Klasse Kombi, 220 CDI. Und jetzt habe ich mich entschieden, mal für ein Jahr, das Ganze, dieses Fahrzeug ist geleased, mal für ein Jahr das Ganze zu testen, wie funktioniert es mit dem Aufladen, wie weit ist die Reichweite. Ja, wir sind jetzt aktuell hier im Innenraum. Was haben wir hier Schönes? Wir haben hier ein schönes M-Book-System. Das Ganze hat hier natürlich auch Touch, wie man unschwer erkennen kann. Funktioniert sehr gut, eine schöne Ambientebeleuchtung hat das Ganze. Ja, von der Verarbeitung her bin ich eigentlich relativ zufrieden, wie man es gewohnt von Mercedes, alles tipptopp. Ja, ich fange mal an mit den Sachen, die mir eigentlich ganz gut gefallen. Es soll jetzt hier kein typisches Auto-Review sein, sondern für mich als jahrelang Dieselfahrer, ich bin bisher immer nur Diesel gefahren und jetzt auf einmal rein elektrisch. Ja, man, es ist auf jeden Fall ein leises Fahren. Man hört keine Motorengeräusche, man muss nichts warm laufen lassen oder warm fahren, wie man es kennt beim Diesel. Da ist es ja sehr, sehr wichtig, ein Auto warm zu fahren. Beim elektrischen Fahren, man steigt ein und fährt sofort los, ohne hier was groß warm zu fahren. Ja, zweiter Punkt, die Beschleunigung ist extrem. Wir haben hier ein EQA 300 4MATIC mit, ich glaube, 280 PS. Und der hat schon richtig Power. Ich fahre jetzt auf dem Komfortmodus. Wenn ich das Ganze auf Sport umstelle, hat er seine volle Power. Also die Beschleunigung ist richtig, richtig gut. Ich muss dazu sagen, das Fahrzeug ist bei 160 abgeriegelt. Also es fährt gar nicht schneller wie 160. Das ist das Maximum. Aber reicht mir auch voll und ganz. Im Alltag ist es optimal. Ja, ein paar Worte zur Reichweite. Ich möchte jetzt hier keine theoretischen Zahlen, was offiziell möglich wäre oder so, aussprechen, sondern wirklich die tatsächlichen Zahlen euch wiedergeben. Ich habe das Auto jetzt knapp 3 Monate, kann man sagen. Im Juni, Juli habe ich es abgeholt und aktuell haben wir auf der Uhr 3138 Kilometer. Das neue Fahrzeug, wie gesagt, aus 2024. Und ja, hier haben wir 2 Angaben. Oben haben wir eine Angabe, da steht aktuell 280 Kilometer und unten eine maximale Angabe, auf die will ich gar nicht eingehen. Ich sage schon mal eine realistische Angabe. Bei zügigem Fahren, bei einer vollen Aufladung sind locker 300 Kilometer machbar. Bei 160 km/h auch mal beschleunigen, bei Vollgas fahren, Autobahn, also zügigem Fahren sind locker 300 Kilometer möglich. Auch mit Klima an im Sommer, das schafft er auf jeden Fall. Natürlich gibt es Autofahrer, die wo jetzt mit 100 km/h auf der Autobahn schleichen mit dem Tempomat, ja, die schaffen auch vielleicht 400 km. Ja, eine Umstellung ist auf jeden Fall die Rekuperation. Und zwar, wenn man vom Gas geht, geht das Ganze hier in Charge. Wenn man hier aufs Display schaut, jetzt ladet er gerade auf und das Fahrzeug kommt fast komplett zum Stehen. Also man kann auch die Stärke hier einstellen, hier an den Pedals, bei Minus, bei Plus. Wenn ich die Pedals betätige, zum Beispiel das rechte, dann geht sie fast aus. Wenn ich die linke
einstelle oder betätige, dann ist die Rekuperation so stark, dass das Fahrzeug komplett zum Stehen kommt und man verschleißt praktisch die Bremsen überhaupt nicht. Man hat null Verschleiß an den Bremsen, an den Scheiben, an den Belägen. Das Fahrzeug kommt komplett zum Stehen. Ja, kann man auch ausschalten. Es ist am Anfang natürlich eine Umstellung, eine Umgewöhnung. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es im Alltag doch ganz praktisch, wenn man jetzt vorausschauend fährt auf der Autobahn. Man weiß, man kommt jetzt an eine Ausfahrt. Man geht einfach vom Gaspedal und dann kommt das Fahrzeug schon zum Stehen. Ja, einen kurzen Blick von außen. Was haben wir hier? Wir haben hier, wie gesagt, eine AMG-Line. Wir sehen es hier vorne an den zwei Streifen, an der Frontschürze. Ja, LED-Scheinwerfer mit automatischem Abblendlicht. Ja, zu den Felgen. Wir haben hier 18 Zoll AMG-Felgen. Ja, das sind solche speziellen für die Elektroautos, wo das Ganze aerodynamisch natürlich ist. Ja, was mir noch ganz gut gefällt, die Zierleisten sind alle in Schwarz. Dann noch was ganz praktisch ist, wenn man jetzt die Tür aufmacht, unten praktisch ist es hier noch ein Schutz da mit dran. Das heißt, man macht sich hier die Hose nicht dreckig beim Ein- und Aussteigen. Das heißt, hier ist alles trocken. Das verdeckt das Ganze. Haben viele Autos, viele Autohersteller. Aber gerade bei dem gefällt mir das Ganze ganz gut. Ja, zur Rücksitzbank. Wir haben hier zwei Kindersitze. Also Platz für zwei Maxi-Cosi-Kindersitze ist auf jeden Fall da. Es ist jetzt nicht ultra viel Platz hinten, aber doch jede Menge. Ja, schauen wir mal auf die Rückseite, was mir hier sehr gut gefällt. Fangen wir mal an bei den Scheinwerfern. Was mir sehr gut gefällt, die LED-Scheinwerfer mit dieser durchgezogenen Linie. Bei dem neueren Modell sieht es ein bisschen anders da aus. Obwohl das Fahrzeug von 2024 ist, gibt es mittlerweile einen Modellwechsel. Die AMG-Line-Heckschürze gefällt mir sehr, sehr gut. Hinten Formatik Allrad angetrieben. So, schauen wir mal auf den Kofferraum oder in den Kofferraum. So, kurz auf den Kofferraum geschaut. Also ein bisschen Platz haben wir, ein paar Kisten passen rein. Wir waren auch vor kurzem im Urlaub, also ein paar Koffer passen hier auch problemlos rein. Ja, ein Ladekabel ist hier drin und sonst haben wir auch nicht viel mehr. Hier unten ist so ein bisschen Bordwerkzeug, Tire-Kit und so weiter, Verbandskasten. Also ganz unspektakulär, das Ganze ist elektrisch hier. Ja, die Seite ist auch ganz interessant. Schauen wir uns einmal hier die Ladebuchse an. Ja, wir haben ja hier knapp 70 Kilowatt Akku und das Ganze können wir mit DC und AC laden. Ich lade zu Hause immer mit 11 kW AC, das heißt nur die obere. Und wenn wir DC laden, also Gleichstrom, dann werden die zwei unten hier nochmal aufgemacht. Also eine volle Aufladung mit AC von 0 bis 100% circa 4 Stunden. Wenn ich das Ganze von 20 auf 80, sind wir auch mit 11 kW locker bei 2 Stunden, 2,5 Stunden. Also geht eigentlich echt flott. Ich mache das immer so, wenn ich nach Hause komme, stecke ich einfach rein und lasse ihn voll aufladen. Auch wenn man sagt, bis 100% sollte man eigentlich nie aufladen, weil es den Akku schädigt. Aber für mich ist es ganz praktisch, das Ganze auf 100% zu laden. Ja, ich wollte euch auch einen kleinen Einblick von meiner Frau geben. Sie fährt ja hauptsächlich das Auto und das ist unser Zweitauto. Ja, jetzt fragen wir sie einfach mal, bist du eigentlich mit dem Auto zufrieden? Jetzt so ganz offen und ehrlich, was gefällt dir an dem Fahrzeug, was gefällt dir nicht an dem Fahrzeug? Was stört dich, was findest du gut? Also zuallererst muss ich sagen, ich liebe das Auto. Und ich finde die Größe sehr, sehr gut, vor allem mit zwei kleinen Kindern. Hier ist dennoch ausreichend Platz. Es fährt leise, man sitzt gemütlich. Und also bis jetzt hatte ich eigentlich nichts auszusetzen. Mit dem Laden ist es auch sehr, sehr toll. Man fährt einfach nach Hause, ganz gewöhnlich, steckt das in die Steckdose ein und wenn man ein paar Stunden später wieder los möchte, ist das Auto meistens eigentlich schon vollgeladen. Ich muss nicht extra zur Tankstelle fahren und ja, wir müssen dazu auch sagen, wir haben eine Wallbox zu Hause. Ja, also für das die, ist wo, halt echt gut. Für die, wo keine zu Hause haben, für die wird es natürlich problematisch. Genau. Die, wo eine Wohnung haben oder so, genau. Für die wird es etwas schwieriger. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe auch ein paar neue Funktionen auch ausprobiert an diesem Auto, die ich vorher nicht ausprobiert habe oder die mich vorher nicht interessiert haben. Zum Beispiel auch, als es sehr, sehr warm war und ich wusste, okay, ich muss gleich los in der nächsten halben Stunde. Dann konnte ich das schon über mein Handy einstellen, dass das Auto einfach schon einfach kühler wird. Da gibt es so eine Einstellung. Genau, das hat mir auch sehr gut gefallen. Also, vor allem, wenn man das mit Kindern wirklich unterwegs ist, ist es sehr, sehr praktisch. Soweit ich weiß, hat es keinen Verbrenner. Also man startet praktisch über die App die Klimaanlage und kann die Temperatur einstellen, steigt ins Fahrzeug
dann hat man die gewünschte Temperatur. Genau. Sowohl die Klima als auch im Winter mit der Heizung. Also man kann das Auto vorheizen oder vorklimatisieren. Man muss sich hier nicht mehr, sage ich jetzt mal, zu Tode schwitzen, bis man los muss, sondern man steigt ein und man hat eine direkte, kühle, angenehme Atmosphäre hier drin im Auto. Und man kann direkt starten. Die Verarbeitung finde ich gut, gefällt mir sehr gut. Also es knirscht hier nichts, es knatscht hier nichts im Fahrzeug. Nein, das Einzige, was ich bemängeln würde, aber das ist nur meine persönliche Meinung, ist einfach, dass das hier einfach, dass man hier zu viel den Staub sieht, dass es mir einfach hier zu glatt ist. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ja, das ist so Klavierlack-Optik, also genau. Das kennt man ja, Klavierlack staubt immer zu. Wir haben das Fahrzeug jetzt auch extra nicht sauber gemacht, wir wollten euch, realistischen, echten Einblick zeigen von unserem Fahrzeug. Wenn es zustaubt, dann soll es zustauben und das sollt ihr auch sehen. Soll jetzt kein Vorführwagen sein oder Autohausfahrzeug. Auch hier mit diesem Leder. Und ja, Alcantara-Leder ist es. Genau, schwarzen Dachhimmel haben wir und wie gesagt, wir nutzen es als Familienfahrzeug. Hinten haben wir zwei Maxi-Cosi-Kindersitze. Und in die Mitte passe ich auch noch. In die Mitte passt rein theoretisch auch noch ein schlanker Mensch rein, sag ich mal. Also es ist eigentlich genügend Platz. Ich fahre auch mit dem Auto immer auch einkaufen, Wochenendseinkäufe und also bis jetzt mit der Größe bin ich sehr gut zurechtgekommen, was den Kofferraum angeht. Das Einzigste, ja, wenn man so einen Kinderwagen dabei hat, der etwas größer ist, das wird dann schon ein bisschen eng. Aber sonst so für den Alltag ist es dennoch sehr, sehr ausreichend. Und ich habe schon gesagt, das nächste Auto soll genau dasselbe Auto sein. Denn ich habe mich wirklich in diese Form verliebt und einfach in das ganze Ambiente und in diese ganze Ausstattung auch und ja, einfach in das ganze Modell vom Auto. Genau. Wir wollten auch, wir haben uns auch bewusst dazu entschieden, dieses Fahrzeug zu leasen, weil wir einfach selber noch nicht wussten, wie verhält sich so ein Elektroauto. Wenn man zu kaufen ist, natürlich doch ein Risiko. Und das ist jetzt für ein Jahr zum Leasen, zum Testen. Und ja, ich will einfach Erfahrung sammeln, ob das was auf Dauer ist, ob es was für die Zukunft ist, ist die Technik schon so ausgereift und so weiter. Einfach für mich als jahrelangen Dieselfahrer hier echt Einblicke zu haben. Was ich noch erwähnen wollte, ist die Höhe vom Auto. Ich finde die sehr, sehr praktisch, gerade wenn man das Auto saugt oder die Kinder reinmacht. Man muss sich nicht mehr so weit runterbücken. Also für den Rücken ist es auf jeden Fall viel, viel schonender als die tieferen Autos. Die Höhe gefällt mir wirklich hier sehr, sehr gut. Kann ich nur empfehlen, höhere Autos zu haben. Ich liebe das immer, wenn ich das Auto sauber mache und ich muss mich nicht so weit runterstrecken oder runterbücken, um den ganzen Dreck da wegzumachen, sondern es ist wirklich in der Höhe perfekt alles. Ja, hier mal kurz ein Vergleich. Das ist unser Dieselfahrzeug, also auch eine E-Klasse, ein S213. Ja, ich fahre schon immer E-Klasse, immer Mercedes und 220 CDE, hat knapp 180 PS. Ja, Reichweite natürlich muss man nichts dazu sagen. Der schafft hier locker seine 1000 Kilometer mit einer Tankfüllung, also mit 65 Liter. Bin auch sehr zufrieden, hat eine ähnliche Ausstattung wie der hier. Ja, man sieht ja natürlich, die E-Klasse ist etwas tiefer. Es ist hier ein EQA, also SUV, weiß ich nicht, ob man dazu sagen kann. Also das Fahrzeug ist auf jeden Fall höher gelegt wie das hier. Aber das ist natürlich vom Innenraum natürlich etwas größer und der Kofferraum ist auch riesig. Ja, wir schauen uns mal kurz den Ladevorgang an. Ich habe hier eine Wallbox, die war auch echt günstig. Ich glaube 250 Euro hat sie gekostet bei Amazon. Ja, habe ich hier zu Hause installieren lassen. Ist eine 11 kW Wallbox, ganz unspektakulär. Normales Kabel hier. Ja, das Kabel könnte ein bisschen länger sein. Hätte ich vielleicht 10 Meter nehmen sollen anstatt 6 Meter. Ja, zum Aufladevorgang einfach hier Klappe auf. Stecker rein, das war's schon. Wenn es jetzt grün leuchtet, dann fängt es an zu laden. Jawohl, es leuchtet grün, also es blinkt grün, es ladet jetzt. So einfach ist es. Während dem Ladevorgang kann man ganz normal das Fahrzeug abschließen und die Klappe kann man auch hier offen lassen. Das war's auch. Also Ladevorgang geht ja, wenn man ein Haus hat und so eine Möglichkeit wie bei mir. Natürlich die Leute in einer Wohnung, die haben es etwas schwieriger. Im Laden, die müssen an eine öffentliche Ladesäule. Ich bisher habe immer nur zu Hause geladen, das hat mir immer ausgereicht. Ich habe noch gar keine Erfahrung mit dem öffentlichen Ladenetz, geschweige denn irgendwie auf der Autobahn geladen. Aber der 11 kW Lader hier reicht mir vollkommen aus. Ja, kommen wir langsam zum Abschluss des Videos. Mich würde gerne mal interessieren, ob ihr mehr Content, so Fahrzeug-Content, gerade speziell zum Elektrofahrzeug,
haben möchtet. Ich habe ja einen Technikkanal und ich habe gedacht, das würde auch ganz gut dazu passen. Nicht nur Computer, auch mal was anderes. Ja, schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ich mehr dazu Infos machen soll oder das Ganze lassen soll. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.